Und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur mittlerweile dritten Folge von Lumberjacks Dynasty. Eine neue Mission, der unvollendete Turm. Oben auf der Anhöhe steht eine seltsame Konstruktion. Sie ist vielleicht einen Besuch wert? Na, gucken wir doch mal. Wo haben wir's denn? Das sieht aus wie eine Anhöhe hier. Ja. Der unvollendete Turm. Belohnung 250 Sozialpunkte. Oliver und seine Scheune, die ist dann hier oben. Eine mysteriöse Botanikerin. Ach, die ist hier oben erst. Da redet die von Nachbarin. Das ist doch fast das nächste Land. Okay, und dann haben wir hier noch die gute Tante Grace mit einem kleinen Geheimnis. Ich würde sagen, jetzt hören wir uns mal das Geheimnis an. Einen schönen Pickup haben wir erstmal bekommen. Und dann machen wir uns mal auf den Weg zu der guten Tante hier. Da Hallo. War jemand am Fluss. Er hat sich in den Büschen versteckt, als er mich hat kommen sehen. Kannst du bitte mal nachschauen? Das hat mir schon ein wenig Angst gemacht. Bis später. Na, jetzt sind wir hier auch noch Security von der ganzen Geschichte. Also entweder ein kleiner Spanner oder der klaut uns die Baumstämme, wenn die dort im Fluss zum Sägewerk schwimmen. Gut, wir nehmen natürlich den Pickup. Ah, das ist natürlich ein bisschen doof mit nach hinten gucken. Also da könnte man schon eventuell die Position der Kamera nochmal umstellen, weil ganz ehrlich, ich habe einfach... Ach okay, hier haben wir eigentlich gar keinen... Also, oh Moment, hier ist ja ein Fenster drin, aber wir sehen es einfach nicht, wenn wir uns hier versuchen umzudrehen. Also nehme ich alles zurück, der Rückspiegel macht doch Sinn. Ich habe das Fenster am Anfang nicht gesehen. Gut, dann fahren wir erstmal raus. Da hinten müssen wir hin, also fahren wir einmal so rum. Und dann so und dann stellen wir aber die Kamera wieder um. Weil ich finde die Ego-Perspektive hier eigentlich ganz schick. So, 73, nee, das ist ja nicht das. Wo müssen wir denn? Hinten am Fluss. Hier. Ah, okay, wir können uns einen Stern hinsetzen. Dann wissen wir genau, wo wir hin müssen. Kommen wir hier rüber? Nee, ne? Okay, dann würde ich sagen, wir wenden einmal. Die Autofahrer sind ja eh alle so nett. Und warten immer schön auf uns. Gut, und dann fahren wir einmal zum Stern. Und gucken mal, was der dort für einen Unfug treibt, der Gute. Notfalls müssen wir ihn verprügeln. Dann gibt es erstmal mit der Nagelpistole eine ins Auge. Und dann werden wir ihn mit der Kettensäge zerstückeln und in den Fluss werfen. Also ausgerüstet sind wir auf jeden Fall für den Kampf. Gut, ich glaube, das hat sich gar nicht gelohnt, hier das Auto zu nehmen. Ach, guckt mal, hier oben 24/7 macht der Arme. 24 Stunden muss der arbeiten. Drei Schichten, immer hintereinander, immer dieselbe Person. Der schläft einfach nicht. So, ja, also hat sich gar nicht gelohnt, das Auto zu nehmen. Schade, ich dachte, wir können hier, ein Stückchen fahren. Wir hätten darüber fahren können. Ah, nö, dann hätten wir ja auch bloß durch den Fluss gemusst. Na gut. Konnten wir vorher nicht wissen. Was soll's. So, da sehe ich ihn doch. Was hat er? Der angelt doch bloß. Warum soll der sich verstecken? Das macht doch keinen Sinn. Hallo? Was machen Sie hier? Warum versteckst du dich vor meiner Tante? Entschuldigung, deiner junger Bursche? Was machst du hier? Was ich hier mache? Ich angle. Warum? Warum? Nun, für einen Angler verhältst du dich seltsam. Tante Grace hat mir erzählt, dass du weggelaufen bist, als ihr euch getroffen habt. Du hast die Dame erschreckt. Oh, das tut mir leid. Ich kenne Grace sehr gut und ich verspreche, ich werde ihr alles erklären. Ich wollte nur Gerüchte vermeiden. Es wäre mir lieber, meine Frau wüsste nicht, dass ich hier bin. Wirklich nicht? Wie kommt das? Tja, du siehst wie ein ehrlicher junger Mann aus. Also, was soll's. Ich sag es dir. Also, ich bin Ryan Luwarden, der stellvertretende Bürgermeister hier. Jeder kennt mich. Aber das ist nicht genug für meine liebe Abby. Strebe nach mehr, sagt sie. Mein Vater würde sich schämen, meint sie. Jedes Mal, wenn ich angeln gehe, tue ich so, als hätte ich etwas Wichtiges zu erledigen oder wäre in einer Besprechung. Sie würde sich schämen, wenn sie sehen würde, dass ich nur Fische fange, wie ein Bauer. Aber ich liebe das Angeln. Du solltest den Wels sehen, den ich letzte Woche hier gefangen habe. Oh, ich verstehe selbst nicht viel vom Angeln. Keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Aber du musst mir einen kleinen Gefallen tun. Könntest du meiner Frau sagen, dass ich zu einer Vorstandssitzung gehe und morgen erst zurückkomme? Tatsächlich ist das Angeln unter freiem Sternenhimmel unglaublich. Na, eigentlich würde ich nicht so gerne lügen. Aber wenn man natürlich so eine Frau hat, die einen nicht mal angeln gehen lässt, sondern die ganze Zeit nur Druck macht, du musst aufsteigen und mehr verdienen und das Leben dreht sich doch nur um Erfolg. Ist halt die Frage, ne? Ob die es nicht vielleicht sogar verdient hat, ein bisschen angelogen zu werden. Selber schuld. Ja, ich weiß es nicht genau. Man muss ja auch mal ein bisschen das Leben genießen und so schön angeln unterm Sternenhimmel ist eigentlich was Schönes.
Allerdings kommt das bestimmt später raus, dass wir gelogen haben und dann... Ihr wisst doch, wie das hier auf dem Land ist. Das weiß dann gleich direkt die ganze Nachbarschaft. Aber der ist mir sympathisch, der Gute. Und er ist stellvertretender Bürgermeister. Das kann uns später bloß noch zugutekommen, wenn wir dem jetzt helfen. Vielleicht ein paar Steuersenkungen? Gut, wir machen das. Sicher, kein Problem. Ach, ich wollte es doch nicht mehr vorlesen. Es tut mir leid. Sicher, kein Problem. So, die Mission wird gefolgt. Oder der Mission wird gefolgt. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Auch ein kleines Zelt hat er sich aufgestellt. Coole Sache. Na, dann angel mal. 2000 Meter, Mensch, wo wohnt denn seine Frau? Wo ist denn das? Hier hinten. Ne, das ist die Botanin noch weiter hinten. Ryan zur Rettung. Okay. Na gut. Jetzt stellt euch mal vor, wir sagen ihr, da kommt erst morgen wieder und heute Nacht kommt jemand vorbei und murkst den hier ab. Dann sind wir Hauptverdächtiger Nummer 1 und haben dabei gar nichts gemacht, aber dann kommt raus, dass wir gelogen haben. Und dann denkt die Polizei bestimmt gleich, dass wir der Täter sind, wenn wir nicht von Anfang an ehrlich waren. Könnte uns in eine schwierige Situation bringen, das Ganze hier. Wollen wir gleich zu ihr fahren oder wollen wir erstmal nach was anderem gucken? Ich würde sagen, wir kommen ja so oder so, also was heißt wir kommen vorbei, aber Oliver und seine Scheune und die mysteriöse Botanikerin liegen ja so ein bisschen auf dem Weg. Also wenn wir hier die Straße langfahren, dann hier rüber machen und dann eventuell, oh hier geht keine Straße mehr rüber, da müssen wir ein kleines Stück zurück und hier hoch, dann sind wir bei ihr. Ja, das könnten wir schon machen. Oder nee, wir machen es anders. Wir fahren, hier sind wir, hier die Bundesstraße hier lang. Ist hier eine Brücke? Oh, ich glaube, die Brücke ist kaputt. Ja, wir fahren erstmal hier hinter und dann machen wir uns auf dem Rückweg hier lang. So, genug Routen geplant. Leider keine Navis hier am Start. Aber wäre auch schlecht, wenn wir die ganze Zeit in eine Richtung fahren und dann sehen, dass wir nicht weiterkommen. So, dann fahren wir hier erstmal kurz auf die Straße rauf. Dann lasst uns nochmal kurz auf die Karte gucken. So, der Straße folgen wir. Jetzt erstmal so weit, wie es geht. Fahren doch gleich hier rüber. Oder wir fahren hier oben lang. Hier ist auf jeden Fall eine Brücke, aber dann fahren wir einen ganz schönen Umweg. Mensch, ich wollte doch gar nicht so lange mehr Route planen. Wir fahren jetzt einfach mal drauf los. Wir werden schon irgendwo rauskommen. So, die Straße hier wollten wir lang. So eine kleine Minimap wäre schön. Dass man ungefähr weiß, ob man noch auf dem richtigen Weg ist. So 56 km/h, 57, aber mehr ist wirklich nicht rauszuholen aus dem alten Pickup hier. Christine, gib alles. Oh, jetzt geht's gleich bergab. Da schaffen wir. Oh, hier 59. Die 60 haben wir geknackt. Ah, 60 km/h ist das höchste der Gefühle. So. Ohne zu gucken. Einfach rüber. Wäre rechts vor links wahrscheinlich gewesen. Fährt er noch weiter? Ja, der fährt weiter, wenn wir... Oh, nee, der fährt nicht weiter, wenn wir auf die Karte gucken. So, wir sind immer noch auf dem richtigen Weg. Also fahren wir hier vorne und dann links die Abzweigung lang. Okay. Was hinterlässt er denn? Gefährliches Überholen vor der... Ah, vor der Kurve. Nein. Uiuiui. Ich sag's vor allem noch. Mit Ansage. Ein lokaler Investor trifft James. Mensch, das werden immer mehr Quests hier. Noch ein... Nein, Connor, Bewohner des Tals. Sprich mit Connor. Ach, Mensch. Also, ich mag's ja, wenn wir Aufgaben zu erledigen haben. Aber wenn das zu viele Quests auf einmal werden, dann verliere ich immer schnell den Durchblick. Und dann endet es meistens nur noch in Arbeit aus. Oh, na, ach nee, das ist hier mit Lilly, okay. Gut, ich dachte schon. Lasst uns mal kurz gucken, wo wir uns denn befinden. Hier sind wir. Was haben wir jetzt hier für eine Quest? Connor, Bewohner des Tals. Wollen wir schnell zu Connor rüber? Los, wir sind einmal hier. Dann machen wir doch noch schnell das hier. So, einmal aussteigen und auf geht's. Er hat auch ein schönes Anwesen, aber ich glaube, am Dach könnte man auch mal wieder was machen. Vielleicht auch schon ein älterer Herr. Oh, die sehen noch gar nicht so alt aus. Hallo Kumpel, wer bist du? Ich bin noch neu hier. Willst du dich hier niederlassen, wie der alte Connor? Ich bin mir noch nicht sicher. Um die Wahrheit zu sagen, kümmere ich mich gerade um das Sägewerk meines Onkels. Ich könnte einige Werkzeuge und Fahrzeuge gebrauchen. Oh, ich verstehe. Ich bin auch neu hier. Ich habe gerade erst diesen Hof gekauft. Früher gehörten mir einige Felder. Ich habe Tiere gehalten und jedes Jahr Weizen geerntet. War kein Leben für mich. Ich liebe die Berge. Also verkaufte ich mein Land und zog hierher.
Die Luft ist einfach so frisch. Kannst du es spüren? Was ist mit dem Hänger dort? Ja, den habe ich mitgebracht. Er wird nicht mehr oft benutzt. Ich werde wohl nicht mehr so bald Weizen transportieren. Er rostet einfach vor sich hin. Würdest du ihn abgeben? Bar oder mit Scheck? Weder noch. Ich dachte eher an eine Dienstleistung. Ich bin ziemlich geschickt mit Werkzeugen. So ist das. Na gut. Schau dich um. Hier gibt es jede Menge Arbeit. Bring die Gebäude in Schuss und der Hänger gehört dir. Vielleicht lege ich noch etwas drauf, wenn du schnell bist. Wie findest du das? Ja, ist doch mal ein nettes Angebot, oder? Dienstleistung für Hänger? Alles klaro? Heim schön gleich die Frage, Bar oder Check? Sehr gut. Wie wir auch gar nicht auf seine Frage geantwortet haben, ob wir das spüren mit der schönen Luft hier, sondern gleich was mit dem Anhänger. Quatsch nicht blöd rum, kein Bock auf Smalltalk. Ich will den Anhänger, Junge. Naja. So, wir wählen das hier aus. Einverstanden. Ich mach mich an die Arbeit. Oh, hallo. Wer bist du denn? Maggie. Klappe, Mac. Okay, Maggie, mit dir sprechen wir später. Du bist wahrscheinlich die Frau von dem Guten. Ja, es winkt mir doch nicht die ganze Zeit. Ich mag's nicht, wenn man mich bei der Arbeit beobachtet. Also, wir sollen hier beim Allerhäuser einen Schuss bringen, oder? Naja, wir machen das jetzt, weil der Hänger, der sieht sehr vielversprechend aus. So, gib mir mal Nagelpistole. Vielen Dank. Und repariert. Und repariert. Warum ist das noch rot? Ach so, weil hier noch. Jetzt haben wir es. Okay, dann noch hier hinten. Ich hoffe, es ist nicht ganz so viel wie bei uns auf dem Haus, aber es sieht fast danach aus. Vor allem für so einen kleinen Hänger alle Gebäude reparieren. Selber macht er das bestimmt nicht. Nö, er nicht, aber ich. Bin der nette Junge aus der Nachbarschaft und übrigens Maggie. Ich bin noch ganz alleine hier. Falls du mal keine Lust mehr auf ihn hast. Guck mal, die streiten doch schon. Ist doch ideal. Gehen wir hin und trösten sie. Nein, Spaß beiseite. Man weiß nie, wem man trauen kann. Und hier noch einmal. Oh Mensch, da sind ja richtig Sägespäne hier runtergefallen, obwohl wir gar nicht gesägt haben. Holzspäne halt. Gut, wir haben das erste Gebäude erfolgreich repariert. Ach so, na, wir brauchen höchstwahrscheinlich noch ein Gerüst, ne? Und wenn doch, das ist seine Entscheidung. Das Dach wird wahrscheinlich auch nicht mehr so geil sein. Dann gucken wir nochmal hier aufs Dächlein. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Und dann ist doch auch das Dach wieder in Ordnung. Sehr gut, wir springen wieder runter. Ist immer ein bisschen doof, dass wir das Gerüst dann stehen lassen müssen, aber wir verbrauchen ja auch nichts, um so ein Gerüst zu bauen. Von daher soll es uns ja egal sein. Bau es doch hier hin. Jetzt. Okay. Sogar gleich mit zwei Leitern. Wird immer höher hier. Da können wir dann wahrscheinlich nicht mehr einfach so runterspringen. Nein. Also es hat kurz Dongs gemacht, aber es ist, glaube ich, nichts passiert. Wir haben wahrscheinlich so oder so kein Leben im Spiel. Ich glaube nicht, dass wir hier nach Anfang groß Straßenkämpfe oder sonstiges zu vollführen. Okay, wir brauchen... Okay, wir können es von hier oben bauen, sehr gut. Dann einmal noch hier und einmal noch hier. Und dort. Und hier. Und dann machen wir das schnell fertig und dann kriegen wir einen Anhänger. Ich glaube trotzdem, dass das kein fairer Deal war. Jetzt überlegt mal, was ihr für Handwerker bezahlen würdet für... Eins, zwei. Das sind nur Worte. Na gut, das Haus sieht ganz gut aus, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf Gebäude. Dach machen und Fassade. Da würde ich wahrscheinlich 30 solche Anhänger kriegen. Aber ja, was soll's. Es geht ja relativ schnell. Und es sind ja auch nur kleine Stellen. Und unsere Nagelpistole ist ja ein Multifunktionstalent. Von daher, alles gut. Hier unten nochmal. Nein, ich möchte nicht runterfallen. Oh, hier haben wir noch. Geht das dann da unten mit weg? Ja, das geht mit weg. Okay. Wird es jetzt anders sein? Ah. Dann haben wir das. Und von der Seite haben wir auch noch ein paar Stellen. Und dann sind wir doch schon bald durch. Und dann haben wir einen coolen Hänger. Schwer zu sagen. Den holen wir uns dann nachher noch ab. Bin mir nicht sicher, ob wir ihn gleich abholen oder ob wir vielleicht doch erstmal zu der Frau vom stellvertretenden Bürgermeister machen. So, wollen wir es probieren? Komm, wir probieren es. Und, okay, es macht immer nur so komisches Geräusch, aber ansonsten... Wenn doch, das ist seine Entscheidung.
Streitet doch nicht. Ihr seid so schön gerade hier aufs Land gekommen. Man weiß nie, wem man trauen kann. Oh, Mensch. Ich hänge hier jedes Mal in den Müllsäcken. Jetzt hör doch mal auf. Hallo. Gut, wir brauchen noch ein Gerüst. Schön um den Baum drumherum gebaut. Man weiß nie, wem man ich komme nicht hoch. Jetzt, okay. Dann lasst uns hier noch schnell die Fassade reparieren. Ach na super, ich kann hier nicht drauflaufen wegen dem Baum. Das ist ja doof. Hätte ich rausgerissen, das Scheißding. Nein, hätte ich natürlich nicht. Gut. So, wie sieht's denn aus? Hier noch. Mit Sprung geht's auch, dann brauchen wir keinen. Ich glaube, wir hätten auch da wahrscheinlich keins gebraucht. Das Tor hier nochmal reparieren, dass man hier auch schön wieder reinkommt. Ach, immer noch kaputt. Sehr schön. Ich habe meine eigene Meinung. Gut, mit dem Haus sind wir fertig. Lass uns nochmal hier gucken. Ah, Mist, hier oben war noch was. Hab ich das übersehen? Haben wir das von hier? Wir sollten einfach durchhalten. Hier. Und hier. Und hier. Dann ist auch die Seite fertig. Und jetzt bloß noch die hintere Seite. Wirklich ganz schön viel Arbeit, aber was wir alles an einem Tag schaffen, ne? Und das ohne mal zwischendurch eine Bratwurst zu essen. Und wir essen eine. 28 gibt's, wir haben 82. Nö, das wäre Verschwendung. Da esse ich lieber einen Apfel. Und ein Bierchen, aber alkoholfrei, fallen plus 45. Was ist das für Bier? Also ich kann eine Bratwurst und eine Apfel essen. Und das bringt mir immer noch nicht so viel wie ein Bier. Also es muss gutes Bier sein, was sie hier haben. Wahrscheinlich aus Deutschland importiert. Und wenn doch, denn hier kommt ja schließlich das beste Bier her. Ne, das schaffen wir nicht. Da brauchen wir nochmal ein Gerüst. Dann stell es doch hin. Ich werde es niemandem sagen. So, dann haben wir das. Weiß nicht, warum der die Gerüste jetzt immer so weit wegstellt. Also ich hätte es ja näher dran gestellt an seiner Stelle, aber okay, wenn er gerne sich so weit rüberlehnt und ein bisschen Gefahr hat beim Arbeiten, dann soll er das kriegen. Haben wir das jetzt auch fertig? Nein, hier drüben noch. An allen Stellen hier kaputt. Es tut mir leid, falls es gerade etwas langweilig ist für euch. Ich versuche auf jeden Fall diese ganzen Bauaufgaben auch immer etwas zu verteilen, dass wir immer nur ein was machen und dann weiterziehen. Aber wenn wir jetzt gerade einmal hier sind, dann müssen wir es natürlich auch komplett machen. So, hier noch für die kleinen Tierchen, dass es nicht aufs Essen regnet. So, wie viel haben wir denn jetzt noch? Wie spät haben wir es denn überhaupt? 10.16 Uhr erst. Oh, die Zeit vergeht aber langsam hier. Also ja, ist natürlich auch ein Simulator. Aber es ist gerade mal 10:45 und wir haben schon fast ein komplettes Grundstück repariert. Ja, das muss uns erstmal jemand nachmachen. So, dann hier noch eine Runde und hier nochmal. Glaubst du das wirklich? Ah, hier kommen wir wieder nicht ran, ne? Nö, da braucht man nochmal schnell ein Gerüst. Ja, auch nicht. Doch mit Sprung geht's. Im Sprung mit Nagelpistole. Können sogar um die Ecke schießen, wie bei Wanted mit dem Ding, weil wir einfach zu geil sind. Das überrascht mich nicht. Hier nochmal. Und hier. Und ich glaube, dann haben wir ja auch schon das größte Gebäude hier einmal. Ach du Scheiße, das muss ja auch noch komplett von innen gemacht werden. Nö, ich möchte euch jetzt nicht groß langweilen damit. Wir fahren hier später nochmal hin. Wir haben ja genügend Zeit. Aber bis wir dann hier fertig sind, wenn wir das noch komplett von innen machen müssen. Also, ne, eine Stunde gearbeitet, jetzt erstmal Zeit für ein Bier. Wir sind ja schließlich Bauarbeiter. Und es ist schon 10:45, da hätte schon das vierte drin sein müssen eigentlich. So, dann fahren wir hier mal kurz. Oh, oh, Entschuldigung. Nein, was sind das für krasse Solarlampen? Halten sogar die Christine aus. Außerdem möchte ich die auch die ganze Zeit nicht streiten hören. Es ist so schön friedlich hier. Da möchte ich mir doch die Laune nicht verderben lassen. So, Gegenverkehr. Fahren wir lieber erstmal ein Stück zur Seite. Man weiß nie, ob die nicht vielleicht auch getrunken haben. Oh shit. Ui, da haben wir fast eine Laterne mitgenommen. Das hätte den Bürgermeister aber nicht so gefreut. Hey, lieber Bürgermeister, wir haben zwar deine Frau angelogen, aber dafür musst du jetzt drei Laternen ersetzen. Ist doch auch mal ein schöner Deal. Lasst uns nochmal kurz schauen,
Falsche Taste, hoch. Wir sind jetzt hier. Und wir müssen insgesamt dort hoch. Das ist wirklich eine ganz schön weite Strecke, wenn man mal schaut, ne? Und da sind wir auch leider schon bei einem Folgenende angekommen. Von daher sehen wir den Rest dann in der nächsten Folge, wie wir die gute Frau anlügen und uns dann wahrscheinlich auch den Anhänger holen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen 20 Uhr wieder. Macht's gut.